Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute habe ich ein schönes Stück dabei. Ein Rostbeef, dry-aged, wet-aged von der Groma. Das ist Fersenfleisch, ist hammermäßig zart und ich zeige euch, wie ihr das perfekt zubereitet heute. Und wir machen auch einen Hammerschnitt. Dazu brauchen wir einen Sprutz Olivenöl oder anderes Öl, je nachdem was ihr wollt. Ein Pinsel und heute verwenden wir nur den Beef Rub. Was hammermäßig ist, ist so ein Tranchiermesser oder ein Bariermesser. Okay, das bewegt sich schön, gibt es bei mir im Shop. Oder die Höllenmaschinen halt zum Aufschneiden. So, jetzt werden wir mal anfangen, dass wir das Stück Fleisch zerlegen. Beziehungsweise, schaut her, wir tun einfach das Fett runter, das mag ich nicht. Es gibt jetzt viele, die sagen, um Gottes Willen, den Geschmacksträger. Aber es isst sowieso keiner mit zum Schluss. Okay? Wir schneiden das da einfach so weg. Und hier, diesen Brocken, schaut euch her, das da. Das könnt ihr dran lassen, aber das mache ich nicht. Weil das natürlich viel zarter ist, wenn das weg ist. Und dann hast du diese Flexe da in dem Mund. Ja? Daraus kann man super eine Suppe machen oder Gulasch, wie ihr wollt. Jetzt müssen wir diese Silberhaut entfernen. Oder wie heißt es? Faszien jetzt. Das könnt ihr alles für die Suppe verwenden. So. Haben wir alles da drin und jetzt gibt es den Special Cut. Wir schneiden es einmal durch. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es sich viel besser grillen lässt, weil es schneller durch ist und genauso saftig wird. Das Stück tun wir weg und das Stückle machen wir uns. Da hinten haben wir noch ein bisschen eine Sehne liegen. Die können wir fast dran lassen, aber gut, die tun wir halt auch noch mit wegmachen. So, jetzt haben wir ein wunderschönes Stück, ist fast viereckig, schaut es euch an. Hammermäßig, ich bin gespannt, wird hammermäßig zart. Brauchen wir ein bisschen Öl. Grill auf 300 Grad, ist ein wenig zu hoch, machen wir ein wenig auf. Es geht nur darum, dass auf keinen Fall da was klebt. Ja, ein bisschen einbinden. Den Beef Rub, den brauchen wir später, nach dem Angrillen, wenn wir hochziehen auf Kerntemperatur. Natürlich haben wir noch das Grillei dabei. Hammermäßig ist auf 0,1 Grad genau. Und das brauchen wir heute. Ja. Okay, abbürsten, wichtig. Sauberer Grillrost. Oben den Ablagerost habe ich rausgemacht, erkläre ich euch gleich nachher. Mit ein bisschen Küchenpapier und ein wenig Öl über die Roste. Aus dem ganz einfachen Grund vom Abbürsten sind natürlich Rückstände drauf. Schaut euch das an. Das wäre alles jetzt auf dem Fleisch und das wollen wir nicht oder auf eurem Grill gut. Also nach dem Bürsten ein bisschen Öl und nochmal ein wenig abreiben. Okay? Ich nehme es mit der Hand. Ja? Und dann werden wir nur weiter schieben. Ich nehme es einfach und lege es auf 10 Uhr. Oh, es gibt ein Träumle. Bang. Eine Minute weiter schieben. Bis gleich. Das Minütle ist rum. Filmst du schon? Ja. Einfach weiter drehen. Schaut her. Oh, das Branding hier ist der Hammer. Gut. Immer weiter drehen. Gar nicht aufheben. Da kriegen wir das perfekte Branding einmal rum. Und haben ein schönes viereckigen Block zum Schluss. Minütle. Oh, hat sich zurückgedreht, macht nichts. Den Grillrost, schaut mal wieder her, den Ablagerost, den habe ich runter. Weil wenn ich nachher das Fleisch auflege, möchte ich, dass der nicht schon 300 Grad hat oder 250, weil er da drin liegt. Also tun wir kurz bevor wir das Fleisch dann oben hochziehen, den Ablagerost rein, drehen alle Brenner aus und schließen den Grill erst, wenn er 140, 150 Grad hat. Okay? Das ist das Geheimnis. Übrigens, wenn er es direkt esst, würde ich so auf 58 gehen. Wenn er es nicht direkt isst und erst morgen kalt aufschneiden möchte, dann würde ich so auf 56 gehen, okay? Weil einfach das dann noch für den nächsten Tag einfach schöner ausschaut, ja, weil es einfach noch richtig zart rosa ist. Jetzt drehen wir. Ihr seid immer richtig, wenn euer Branding in Fahrtrichtung zum Gussrostlicht. Okay? Seht ihr ja. Und der Geruch, so geil.
richtig cool in der Groma. 24 Euro plus Steuer. Unschlagbar. Schaut vorbei, die freuen sich. Schauen wir uns das Branding an. Jetzt müssen wir es ein wenig halten, dass er nicht weiterrollt. Okay, da ist es wieder zurückgefallen. Ne? Das müssen wir jetzt mal verzeihen. Am Wochenende war ich bei der Deutschen Grillmeisterschaft. War super interessant, hat mir super gut gefallen. Ich sag's jetzt, nächstes Jahr greife ich an mit meinem Team. Und dann machen wir auch direkt dort Videos und posten die. Da freue ich mich drauf. Also nächstes Jahr sind wir dabei. Der schaut schon geil aus. Also da könnt ihr jetzt mal, ja, müssen wir fast ein Bier aufmachen. Ne? Es ist 10 Uhr, aber so ein Stück Fleisch dauert eine Stunde, bis fertig ist. Bei 11 Uhr kann man schon mal so ein Stückle, 1, 2, 3, Vertrag. Ja? Gut. Also noch einmal drehen. Wir können jetzt den Grill schon ausmachen. Schaut her, ich mache alles aus. Lass ihn auf, weil da hinten ist so heiß, dass ich den nächsten Schritt auch noch mit angrillen kann. Jetzt machen wir uns hier eine Linie mit Beef Rub. Da legen wir es gleich drauf. Der schreit förmlich nach Rindfleisch. Also der ist so geil. Den müsst ihr unbedingt probieren, hammermäßig. Jetzt holen wir es runter, ich denke, das reicht. Andrücken und rollen es richtig durch. Dann noch was, also ein bisschen andrücken mit den Händen. Den Rest werden wir nachher noch verwenden. Gut. Jetzt hole ich meinen Ablagerost, beziehungsweise immer sauber machen Grill. Ne? Kurz sauber gemacht. Dann schaut es auch sauber aus. So, jetzt holen wir mal den Rost. Also der ist jetzt, ja, der hat 25 Grad vielleicht oder 30 in der Sonne. Auf jeden Fall nicht so heiß wie sonst. Das war's. Und jetzt nehmen wir unser Stück und legen es vorsichtig da oben drauf. Jetzt kommt noch unser Thermometer. Den stecken wir hier rein, ziemlich mittig, weit rein, dass wir wirklich innen das spüren, die Temperatur. Machen unser Grillei an oder euren Thermometer, den ihr zu Hause habt. Ich stelle ihn auf jeden Fall in den Schatten. 10,9 Grad, okay? Also das dauert. Dann schauen wir, wie viel Temperatur wir haben. Wir schließen auf jeden Fall mal den Deckel. Ich habe jetzt 140 Grad. Das geht natürlich jetzt noch ein bisschen hoch. Aber ich regle dann so ein mit einem Brenner. Machen wir nochmal Zwischenbilanz, dass er einfach ungefähr 140 Grad hat. Ja? Idealerweise sind 80 Grad, aber da brauche ich ja ganze Wochen, bis das warm ist. Ne? Das wollen wir natürlich nicht, weil sonst den Kameramann kann ich auch nicht so lang bezahlen. Okay? Bis dahin. 45 Minuten haben wir gebraucht. Bei 140 Grad circa. Wir haben jetzt 57 Grad Kerntemperatur. Schaut euch an das Stückle. Ich habe es einmal gedreht, dass die Temperatur ein wenig gleichmäßiger kommt und dann einmal wieder zurückgedreht. Sonst ist es einseitig. Okay, jetzt ziehen wir den Thermometer. Perfekt. Und holen unser Kollegle mal runter. Ja. Ein Träumle, muss ich sagen. Und was ganz wichtig ist, Messer habe ich vorhin geschliffen und jetzt ziehen wir es noch mal wegen ab mit dem Leder. Gibt es übrigens auch bei mir im Online-Shop oder im Heckenweg Schweinfurt. Jetzt werden wir noch ein wenig warten, bis wir anschneiden, aber ja, ihr wisst selber, ich kann immer nicht warten. Ich date Sachen, wir schneiden es mittig an, ja, und schauen, was passiert. Ich traue mich gar nicht. Schaut es euch an. Hammermäßig, es ist nicht rotes Fleisch, okay? Auf den ganz einfachen Grund, weil es Tri-Age, Red-Age ist. Und darum ist es ein sehr helles Fleisch. Also das ist jetzt nicht rot, das Fleisch. Aber trotzdem ist es medium rare, okay? Jetzt schneiden wir unser Stückchen runter. Wir können es ein wenig dicker schneiden, ein wenig dünner. Je dünner es du schneidest, umso zärter ist es. Oh. Noch ein wenig Beef Rub und ein Gäbele. Achtung, oh, das ist ja schon Butter. Das sehe ich doch, da liegt doch Butter an.
super saftig. Hammergeil. Super zart. Und der Beef Rub kommt so geil. Wenn ihr es so macht, seid ihr immer ganz vorne dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler. Ein Träumle, aber hammermäßig. Und Buddha auch noch.